Kate Middleton hat eine gute Rapport mit Kindern, genau wie diese weibliche Royal. Kate Middleton teilt ein besonderes Verhältnis zu Kindern, das bei ihrem jüngsten Besuch im King Henry's Vogue Garden deutlich wurde. Dort wurde die Herzogin von Cambridge im Gespräch mit den Jugendlichen fotografiert. An einem Punkt machte eines der Kinder die Mutter von drei Kindern zum Lachen, als sie fragte, ob Königin Elisabeth II. Witzig ist. Middleton enthüllte, dass sie keine Ahnung hat, ob ihre Majestät das beliebte Essen ist. Weißt du, das ist so eine gute Frage. Ich weiß nicht. Vielleicht soll ich beim nächsten Mal, wenn ich sie sehe, fragen? Middleton erzählte spielerisch der achtjährigen Nadira. Middletons Beziehung zu Kindern ist etwas, das auch die verstorbene Königin Mutter hatte. In der Amazon Prime-Dokumentation von 2005 Her Majesty the Queen Mother 1900 bis 2002 sagte der Erzähler. Dass die Queen Mother eine besondere Verbindung zu Kindern habe. Während ihrer Geburtstagsfeier erhielt Elisabeth Beausoleil Tonnen von Posies. Kuchen und Geschenken, weil sie sehr beliebt war. Und noch in den 1970er Jahren bis in die 1990er Jahre hatte sie die geschäftigsten Tagebücher der königlichen Familie. Jedes Mal, wenn Queen Mother in der Öffentlichkeit war, wurde sie beim Reden und Lachen mit den jungen königlichen Fans fotografiert. Middleton macht seit Jahren genau das Gleiche. Neben ihren Interaktionen mit Kindern ist die Herzogin von Cambridge auch für ihre Arbeit über Kindergeld und die psychische Gesundheit von Kindern bekannt. Einige der Wohltätigkeitsorganisationen, deren Schirmherrin sie ist, sind Action for Children, Unfreud National Center for Children and Families und East Anglia's Children's Hospices. Die Herzogin von Cambridge hat drei Kinder, was bedeutet, dass sie genügend Übung hat, wenn es darum geht, junge Menschen richtig zu behandeln. Während ihres Ausflugs erzählte sie den königlichen Fans, dass ihre Kinder eifersüchtig sein würden, wenn sie herausfinden würden, dass sie ohne sie Pizza gemacht hat. In verwandten Nachrichten wurde der Königin Mutter auch zugeschrieben, dass sie den Weg dafür geebnet hat, dass die heutigen Königshäuser in der Öffentlichkeit weniger formal und streng sind. Die Mutter von Königin Elisabeth II. Hatte zu Lebzeiten eine entspanntere Haltung und eine liebenswertere Formalität, weil sie die Monarchie für nicht Royals zugänglicher machen wollte.